Ich möchte Sie auch recht herzlich begrüßen heute Nachmittag. Ich möchte mich bei den Organisatoren bedanken, dass ich die Möglichkeit habe, hier aufzutreten und zu referieren. Ich werde das Referat nutzen, um anhand unserer Firma aufzuzeigen, was wir sind, wo wir stehen, was wir zum jetzigen Zeitpunkt einsetzen, wo wir gerne hin möchten. Ich bin heute Morgen zweimal kurz angesprochen worden, durchaus charmant, mit der Frage, machen Sie nicht etwas mit Lizenzen? Ja, wir machen etwas mit Lizenzen. Und das Zweite war, gibt es da nicht ein Projekt Open Law? Ja, das gibt es. Gibt es eine Beteiligung von uns an diesem Projekt? 100% reinpassen in die Community werden wir wahrscheinlich nicht. Wir sind ein juristischer Verlag. Das heißt, wir produzieren Texte und diese Texte verkaufen wir. Auf der anderen Seite sind wir auch ein Technologieunternehmen. Das heißt, wir haben eine IT-Abteilung. Wir produzieren Softwarelösungen selber und diese lizenzieren wir. Insofern habe ich jetzt 40 Minuten Zeit, Sie hier zu ärgern. Im Ernst. Ich möchte Sie nicht ärgern, Sie die restliche Zeit nicht langweilen, sondern aufzeigen hier, was wir machen, wie wir Magnolia einsetzen. Ich werde starten mit kurzen Einführung, unseren Bedürfnissen, aufzeigen, was genau wir machen, wie wir es machen, wie uns unser CMS dabei hilft und was wir uns von dieser Sache versprechen. Ich habe von der Terminologie her absichtlich wenig Technik gewählt, damit ich es auch verstehe. Ich bin nicht Techniker, sondern ich komme aus der Juristenecke. Das heißt, von Haus aus bin ich Jurist und versuche eigentlich Brückenbauer zu sein in unserer Firma, um die Kundenbedürfnisse, und das sind dann Juristen, unserer Technik weiterzugeben. Was war die Ausgangslage? Uns als Firma gibt es seit gut 15 Jahren. Wir sind 400 Meter von hier. Also wenn Sie abends zurück Richtung Bahnhof laufen, rechte Seite, wo die Ampel ist, Starbucks, hoch in den zweiten Stock können Sie vorbeikommen auf einen Kaffee. Das ist unser Firmensitz. Wir haben noch Leute in Zürich und arbeiten teilweise in Österreich und in Deutschland, sind aber eine kleine Firma. Das heißt, was Sie bis jetzt gehört haben hier heute in Bezug auf Mitarbeiterzahlen, das dürften etwa unsere Nutzerzahlen sein, sind eher weniger. Das heißt, das Ganze ist etwas kleiner. Das da war die Website noch vor dem Mai. Wir arbeiten in diesen fünf Bereichen. Und von diesen fünf sind eigentlich zwei für heute nicht so wichtig. Consulting, das ist Beratung, IT und Recht. Education ist vor allem Ausbildung. Unser Zielpublikum, die Juristen, wie bringen wir ihnen bei, das Internet für Recherchen sinnvoll einzusetzen? Interessiert hier weniger. Die anderen drei Bereiche, Services, Technology und Content, hat stark mit Technologie zu tun. Services ist dieses Segment hier, Stellendatenbank, die wir anbieten, Kalendereinträge für Veranstaltungen wie diese hier, Content, der oberste Bereich, alle Zeitschriften, Bücher, Podcasts und so weiter, was wir produzieren für unser Zielpublikum, und dann natürlich Technology, der Tech-Bereich. Und dort sind wir eigentlich vor allem in unseren eigenen Produkten tätig und mit einer speziellen Suchmaschine, die ich dann anschließend noch etwas vorstellen werde. Ja, augenfällig ist, die Website sieht vom Stil her schon ein bisschen nach dem letzten Jahrtausend aus. Die Sachen waren gut versteckt.
Das heißt, man hat mir immer wieder gesagt, ja, kein Wunder, bist du Suchtechnologiespezialist, auf deiner Seite findet man ja nichts. Insofern braucht es dort einen guten Suchmotor. Ist nicht falsch. Das Zeug war wirklich gut versteckt, es ist gewachsen. Wie gesagt, 99 gestartet. Im Jahr 2000 haben wir die erste juristische Online-Publikation gegründet, eine Fachzeitschrift. Danach hat damals niemand gefragt. Das heißt, wir haben noch einen Schritt zurück. Wir haben Kurse gegeben. Die Anwaltskanzleien haben Vertreter geschickt, sind zu uns gekommen. Und im Kurs haben wir ihnen gezeigt, wie braucht man die Datenbank des Bundesgerichts, die systematische Sammlung des Bundesrechts und was es sonst noch so gibt. Das mal vorgestellt. Die Leute sind aus dem Kurs gegangen, hatten 10, vielleicht 15 Angebote vorgestellt erhalten und wussten anschließend nicht mehr, wie die einzelnen funktionieren. Jedes Mal ein anderes Angebot, immer andere Suchmaschinen, andere Syntax, andere Technologie. Das war das Erste. Und das Zweite war unsere Überlegung, wie bleiben wir mit diesen Leuten in Kontakt, die bei uns im Kurs waren. Idee war ein Newsletter. Das heißt, immer dann, wenn etwas neu aufgeschaltet wird im juristischen Umfeld, informiere ich die Kunden. Daraus geworden ist eine Fachpublikation, eine juristische Zeitschrift. Im Jahr 2000, am 8. Mai, live gegangen, gratis die ersten 2,5 Jahre und dann das Modell gewechselt von gratis auf 90 Franken pro Jahr bei rund 45 Ausgaben. Das heißt, jeden Montag 14.00 Uhr nach hinten offen. Das heißt, spätestens hoffentlich 24 Uhr erscheint diese Zeitschrift. Wird per E-Mail verschickt, editorial, alles zweisprachig, Deutsch-Französisch, kurze Anreißer, etwas Werbung und Information und man hat dann die Möglichkeit, auf die Hyperlinks zu klicken, landet in einer Datenbank, wenn man sie lizenziert hat, kann man auf die Volltexte zugreifen. Das haben wir im Jahr 2000 haben wir das fertiggestellt mit einem vollständigen Redaktionssystem. Das heißt, dort gab es die Möglichkeit, die Texte via Web einzulesen in unser Redaktionssystem. Ein Rollenmodell, wer ist Autor, wer ist Redaktor, macht die Peer Review, wer korrigiert dann da etwas. Der Autor kann es nochmal anschauen, der Redaktor schaltet es dann frei und dann wird es am Montag verschickt. Das gab es damals nicht, beziehungsweise wir haben kein Produkt gefunden, das uns dort bestmöglichst unterstützt hätte. Bis vor dem 8. Mai war dieses System immer noch im Einsatz. Das heißt, relativ langlebig wurde damals bereits in Java von einer Partnerfirma noch realisiert. Wir haben dann im Verlauf der Zeit Schichten draufgebaut. Es wurde nicht sauberer technologisch, übersichtlicher auch nicht unbedingt, aber wir haben uns durchgekämpft durch die Probleme und waren dann an einem Punkt angelangt, wo wir gesagt haben, alles neu. Und das stimmt, alles neu macht der Mai. Das heißt, wir haben die neue Version 2014 im Mai aufgeschaltet. Firma wurde 99 im Mai gegründet. Newsletter startete am 8. Mai das erste Mal im Jahr 2000. Also alles schön sauber getimt. Was wir gemacht haben hier, dieses RFO, ist wahrscheinlich in diesem Umfeld hier interessant. Wir haben spezifiziert und haben anschließend unsere Bedürfnisse nach außen kommuniziert an 6 Firmen. 3 davon sind hier im Raum. Ich muss Sie enttäuschen, die Frage Open Source oder Closed Source, die war völlig uninteressant, war mir völlig egal. Das heißt, und darum ging es mir nicht, sondern mich hat eigentlich interessiert die Firma, die dort uns eine Lösung offeriert, die Software, die sie einsetzen, die Features, die zur Verfügung stehen, die Leute, die hinter dieser Firma stehen, Projekte, die sie gemacht haben, die Firma, die dann tatsächlich bei der Implementation hilft. Helfen die mit, denken die mit, arbeiten die mit, haben die verstanden, was unsere Bedürfnisse sind. Und gestützt darauf haben wir dann einen Entscheid gefällt. 3 Firmen waren eigentlich aus dem Closed-Source-Bereich. Also wir hatten mit Adobe zu tun, anderen großen, im Grunde genommen Herstellern von Redaktionssystemen, wie sie auch die Tageszeitungen einsetzen und dann auch offene Anbieter. Entschieden haben wir uns
dann schlussendlich für Magnolia und implementiert hat das Ganze die Firma, also unterstützt unsere Mitarbeitenden, hat die Firma Fast Forward mit Ueli Scheidecker, der ist da, hat das dann tatsächlich umgesetzt. Aber wie gesagt, für mich zu dem Zeitpunkt war es eigentlich keine Frage, was das Modell im Hintergrund ist. Punkte, die eher zentral waren, waren die, die ich bereits gesagt habe. Neu, die Website, ich zeige sie anschließend gleich, ganz wichtig, dort personalisieren, das ist ein zentrales Thema bei unserem Zielpublikum. Man leidet nicht mehr unter zu wenig Information. Vor rund 10 Jahren hat der Anwalt oder die Anwältin noch mühsam irgendwelche Texte gesucht. Komme ich zu diesem kantonalen Entscheid? Komme ich zu diesem Bundesgerichtsentscheid? Wie komme ich dahin? Muss ich den tatsächlich bestellen und wird er mir gegen eine Gebühr von 30 Franken geschickt? Vor nicht allzu langer Zeit war das noch so. Mittlerweile ist es so, dass man sich retten muss vor Information. Das heißt, ganz wichtig ist personalisieren und selektieren. Das heißt, runterbrechen von der Menge auf das, was den Einzelnen interessiert. Mobil ist auch immer mehr ein Thema. In unserem Umfeld sind, glaube ich, iPads und iPhones vor allem bei den Kanzleien sehr stark vertreten. Das heißt, wird eingesetzt. Das ist bei uns in der Umsetzung noch offen. Schnittstellen, Konten und Personalisierung habe ich erwähnt. Wichtig war uns Social Media möglichst reinkriegen, und zwar so, dass es automatisiert abläuft oder unterstützt wird. Web 2.0-Komponenten, dann unsere Suchtechnologie, die wir an anderer Stelle realisiert haben, dass wir die reinkriegen. Und dann vor allem, und das ist das Wichtigste hier, dass wir unsere Publikationsprozesse etwas vereinfachen können. Und zum Schluss natürlich Daten, die wir da kriegen, Datenhaltung quasi unten durch möglichst neutral, möglichst so, dass wir sie anschließend auf irgendeinen Kanal verteilen können, verkaufen können. So sieht es neu aus. Ist eigentlich jetzt eine Zweiteilung. Mal Kurzinformation vorneweg, hier unten wird es weitergehen. Alles, was Firma, so Grundinformation, bisschen Werbung und so weiter betrifft, steht dort auf der allerersten Seite. Kann man oben auch über Kompetenz anwählen, über den Shop. Campus ist eine Ecke für die JUS-Studierenden und für Mitarbeitende der Universitäten, der Schweizer Universitäten. Die haben alle eine Campus-Lizenz. Es hat oben noch ein Suchfenster, das noch vielleicht zurück zu diesem Open Law. Die Suchmaschine, ich habe es erklärt, die Leute, die bei uns im Kurs waren, hatten Mühe, sich anschließend zurechtzufinden. Was wir im Jahr 2001 realisiert haben, dem Bedürfnis zu entsprechen, eine juristische Suchmaschine. Das heißt, wir haben alle Quellen, die zur Verfügung standen, mit Einwilligung der Datenherren angezapft, runtergeladen und dann anschließend an zentraler Stelle suchbar gemacht. Gratis. Und diese Suchmaschine, die gibt es immer noch. Die ist mittlerweile ja auch sehr alt. Wir überarbeiten das Ganze gerade. Steht aktuell in etwas eingeschränkter Funktion zur Verfügung. Aber da waren im Schnitt zwischen 2 und 3 Millionen und Dokumente, die abgelegt sind. Und mittlerweile ist es etwas günstiger, die Sachen abzuspeichern. Aber das hat uns über all die Jahre relativ viel Geld gekostet. Am Anfang waren das bis zu 2000 Franken im Monat nur schon, was das Hosting dieses Dienstes betroffen hat, inklusive Daten beziehen. Also eine relativ große, umfangreiche Geschichte. Für die Anwaltskanzleien war es angenehm. Oder für unser Zielpublikum, die konnten dorthin gehen, konnten ihre Abfragen machen, konnten den Content all dieser Anbieter zentral an einer Stelle durchsuchen und wussten zumindest, dass der Stand vom Freitagabend 15 Uhr eingehalten wurde. Dann sind nämlich unsere Crawler losgegangen und haben die Daten geholt. Das heißt, so viel Aktualität konnten wir bieten, mehr war damals nicht möglich. Ein Ansatz, um den Leuten dort das Recht etwas näher zu bringen. Hier, Zeitschrift Newsletter habe ich bereits erwähnt. Das ist der Lebenslauf
vom Newsletter. Wahrscheinlich nicht ganz einfach zu lesen, geboren im Jahre 2000. 2002 zum ersten Mal vom Bundesgericht zitiert. Leads in Bilang, PDF-Versionen und so weiter gibt es seit 2007. 2009 wurden wir zitiert. Und zwar von der New York Times und von anderen Zeitschriften oder Tageszeitungen weltweit. Ich weiß nicht, ob Sie diese Geschichte mitgekriegt haben. Es ging um einen Nacktwanderer. Jemand, der wenig bekleidet unterwegs war und der strafrechtlich angegangen bzw. verurteilt wurde. Und anschließend ist die Diskussion entbrannt, ob man dort überhaupt eine Handhabe hat, strafrechtlich gegen diese Person vorzugehen, ja oder nein. Der Entscheid ist bis zum Bundesgericht hochgegangen. Das Bundesgericht hat entschieden, das heißt, dieser Wanderer hat seine Buße kassiert. Man muss wissen, die Distanz zwischen Lausanne und Straßburg, die ist relativ groß. Ich denke, im Moment wandert er irgendwo nackt auf dieser Strecke. Das heißt, er hat den Fall weitergezogen. Vom Bundesgericht nach Straßburg an den EMRK. Und da wird dann wahrscheinlich definitiv entschieden, wie es jetzt aussieht mit dem Nacktwandern in der Schweiz. Also die Geschichte ist offen. Und ich denke, wenn dann der EMRK entschieden hat, werden wir wahrscheinlich ein zweites Mal darüber berichten. Und die New York Times darf sich dann wieder melden. Interessante Sachen, die es da gibt. Das Archiv ist relativ groß. Wichtig ist das hier. 1500 Leute haben bis jetzt geschrieben für diese Zeitschrift Newsletter. Und wir haben hier 68 Fachredaktionen. Das heißt, Personen, die den Peer Review sicherstellen. Das Vorgehen ist immer dasselbe. Die Autoren schicken uns Beiträge. Wir geben das weiter an die Redaktionen, die schauen das an und erklären so, so oder so. Und wir geben das anschließend weiter. Meistens ist es so mit Korrektur- und Nachbesserungsbedarf. Ab und zu ist es so und dann ist es eigentlich wichtig, dass die Kommunikation über uns funktioniert. Und das Ganze wird dann anschließend eingepflegt. Was für uns wichtig war in diesem Projekt, eigentlich zwei Sachen. Das erste ist, unser Zielpublikum arbeitet mit Word, mit nichts anderem. Das heißt, wir können unseren Anwaltskanzleien, wir können mit denen ideal kommunizieren, wenn sie uns in ihrem angestammten Format die Daten liefern. Bei uns gibt es einen Word-Converter, der das dann nimmt, durcharbeitet, in ein HTML bringt und dann anschließend weiterverarbeitet und entsprechend ablegt. Eigentlich arbeiten wir dort noch an einem System, das dann anschließend Korrekturen zulässt, direkt online, und dann aus dieser Online-Umgebung wieder ein Word generiert werden kann, das wir der Anwaltskanzlei zurückgeben oder dem Juristen, der das geschrieben hat und der dann dort seine Änderungen machen kann. Aktuell ist es so, dass wir dort relativ viele Medienbrüche haben. Das heißt, sie schicken uns die Sachen, wir lesen es ein und kriegen dann anschließend etwas Ausgedrucktes per Fax mit handschriftlichen Korrekturen. Das freut eingeschränkt. Sie können sicher sein, dass Sie dann anschließend mehr Fehler drin haben als vorher. Das heißt, es ist relativ ein komplexer Vorgang. Bedeutet, wir haben versucht, das anders zu lösen. Das heißt, dort unsere Leute, die Autorinnen und Autoren, dann anschließend auch auf die Autorenumgebung zuzulassen. Das hier ist nur Sinnbild, das ist ein Beitrag, den haben wir letzten Montag publiziert. Texte sind relativ stark strukturiert, es ist uns wichtig, damit klar ist, was Titel, was Lied, was Untertitel, was Autoren und so weiter und so fort sind. Hier arbeiten unsere Mitarbeitenden drin. Wichtig im Projekt war, man musste schon fast IT-Spezialist sein, dass man auf unserer alten Website etwas ändern konnte und die Website anschließend noch lief. Und das hat sich dramatisch geändert. Jetzt ist jeder unserer Mitarbeiter ist Publisher, kann eigentlich selber in eingeschränktem Maß Anpassungen vornehmen. Es ist auch unsere Erwartungshaltung, dass die Leute beispielsweise ihre Personenseite selber pflegen,
selber etwas beibringen, kleinere Änderungen auch selber machen können und allenfalls das Ganze dann noch zusätzlich dokumentieren, wenn Sie etwas Spannendes herausgefunden haben. Wo das nicht geht, ist natürlich auf den Texten, die wir publiziert haben. Das als Umgebung, das anschließend, wie es dann nach vorne ausschaut, das heißt die HTML-Version, was aus derselben Datenbasis passieren muss, ist eigentlich dann das hier. Das heißt, möglichst automatisiert saubere PDFs. Sie sehen oben, es hat einen Zitiervorschlag. Ich habe den obersten Teil der ersten Seite weggenommen. Dort wird eigentlich immer automatisch ein Deckblatt produziert, damit der einzelne Autor eine Art Sonderdruck hat, die er dann anschließend weiterverwerten kann. Publiziert am 6. Oktober 2014. Weiter unten findet man dann die Fußnoten auf der richtigen Seite, relativ viel Formatierungselemente, die im juristischen Umfeld wichtig sind. Das Problem, das wir dort haben, ist, normalerweise publiziert man schnell, das Formelle ist nicht so wichtig. Bei unserem Zielpublikum ist es so, dass das Formelle nicht weniger gewichtet wird als das Inhaltliche. Das heißt, Form will eingehalten werden, damit es den Leuten gefällt. Steht ja Ihr Name drüber, das heißt, Sie stehen für diese Publikation. Das Ganze hat noch einen anderen Aspekt, damit das Formelle stimmt. Wir mit unserer Suchtechnologie nehmen anschließend diese Texte wieder auseinander und erkennen die relevanten juristischen Referenzen. Das heißt, der Autor unterstützt sich und uns dabei, den Text besser einzuordnen, suchbar zu machen, besser mit Metainformationen zu versehen, wenn er formell korrekt arbeitet. Das heißt, das Ganze halt gemäß Zitierregeln und so weiter und so fort dann tatsächlich versieht. Also das ist oder war einer der zentralen Punkte auch im Projekt, dass wir so etwas hinkriegen. Möglichst automatisiert auf Knopfdruck. Wir hatten vorher eine Zweiteilung, das heißt eigentlich auf der Seite eine Spalte, hier eine Spalte, ging relativ lange gut. Allerdings haben wir begonnen oder versucht, die juristische Publikationsweise etwas zu verändern, indem wir mehr Visuelles reingebracht haben, das heißt mehr mit Grafiken gearbeitet haben. Das zeige ich anschließend noch, wie wir das machen. Das hat aber dazu geführt, dass es relativ komplex wurde, das Ganze automatisiert am richtigen Ort zu platzieren, eventuell über die ganze Seite. Wenn man es nur in eine Spalte nimmt, war es regelmäßig zu klein, nicht mehr lesbar, nicht befriedigend. Auch dort, Juristen, die im Bereich Rechtsvisualisierung arbeiten, die haben einen hohen Anspruch, dass das gut aussieht, damit es präsentabel ist. Also irgendwo sind das alles versteckte Ästheten. Der nächste Punkt, was musste möglich sein? Datenablage, eine App dazu, die kommt im Oktober. Allerdings ist das nicht eine HTML5-Geschichte, also nicht die Magnolia-Version, sondern dort haben wir jetzt in Deutschland eingekauft, eine Softwarelösung, und stellen aber die Texte, die wir in Magnolia verwalten, im EPUB-Format zur Verfügung, damit sie in dieser App gelesen werden können und im Grunde genommen auch möglichst auf allen anderen Readern zur Verfügung stehen. Das Bedürfnis hat sich auch dort etwas gewandelt. Unsere Kunden waren der Ansicht, ist ja super, wenn ihr montags Nachmittag das schickt. Montags ist bei mir der stressigste Tag. Ich habe ganz sicher keine Zeit, irgendetwas zu lesen. Wäre doch schön, wenn ich das Ganze runterladen kann und dann, wenn ich nach Hause fahre, im Zug die Sache durchblättere. Ja, zuerst habe ich gedacht, kein Problem, Internet haben wir praktisch überall. Warum sollte ich jetzt da noch etwas realisieren, das funktioniert, das offline funktioniert? Jemand hat heute Morgen gesagt, die Schweiz ist relativ gut abgedeckt. Ja, das stimmt, aber wenn man mal von Bern nach Zürich fährt mit dem Zug, weiß man, dass die Schweiz nicht gut abgedeckt ist. Da beißt man sich beinahe ins Knie. Ständig verliert man eigentlich Verbindungen. Das heißt, hier die Möglichkeit, die Sachen runterzuziehen. Einzelne Artikel, ganze Ausgaben, ganze Jahre. Oder eben, das ist so eine Ansicht mit der entsprechenden Suche, mit den Inhalten.
Ich habe das aufgeführt dort, Newsletter habe ich jetzt mal vorgestellt, die anderen, dazu komme ich anschließend noch, das sind kommerzielle Inhalte, das sind Gratis-Inhalte. Das heißt, die App wird gratis ausgeliefert in beiden Stores und man hat die Möglichkeit, die Gratis-Informationen zu beziehen, einfach so. Und das oben hängt eigentlich davon ab, ob jemand ein Abonnement bei uns hat oder nicht. Im Hintergrund wird nachgefragt bei unserer Personenverwaltung, hat er, darf er oder nicht. Und was er oder sie hat, wird dann aufs Handy gespielt. Bei den Studierenden ist das relativ viel. Da müssen wir eher aufpassen, dass wir die Handys nicht allzu sehr füllen, weil die Zugriff auf alles haben, was wir zur Verfügung stellen. Bei den Anwaltskanzleien oder Rechtsdiensten ist es dann definitiv selektiver. Das ist klar, da springe ich drüber, was man will, medienneutral sein. Warum das so wichtig ist? Nicht nur wegen der Zeitschrift Newsletter, die ich jetzt vorgestellt habe, sondern wegen allen anderen auch. Das heißt, wir haben neben der Zeitschrift Newsletter, und das sind doch immerhin 23.000 E-Mail-Empfänger und 18.000, die bezahlen, damit, um darauf zugreifen zu können. Das E-Mail ist gratis, der Zugriff kostet. Wir haben noch Newsletter IT, das ist eine europaweit ausgerichtete Zeitschrift für IT und Recht. Wir haben die Richterzeitung, wir haben den digitalen Rechtsprechungskommentar, DRSK. Da geht es darum, dass spezialisierte Juristen Bundesgerichtsentscheide entsprechen, also quasi ein Ampelsystem vor sich, da gibt es was Neues und aus dem und dem und dem Grund sollte man das beachten. Und Fremdtexte, das heißt Archiv für schweizerisches Abgaberecht, Musterurkundensammlung der Berner Notare oder der Berner Notar selber, das sind Zeitschriften, die wir unterstützen, die wir auf der technischen Seite unterstützen und mit dem Inkasso unterstützen. Viele Bücher und E-Books, viele von den E-Books ganz gratis. Diejenigen, die etwas kosten, also wenn wir Bücher gemacht haben, das E-Book zur Verfügung stellen. Wenn jemand alleine das E-Book kaufen möchte, zwischen 30% und 50% Discount. Dann Datenbanken, Podcasts, die App, eine Rechtsbibliografie und Bibliothekslösung, die Visualisierungssachen. Ich habe jetzt nichts dabei, aber wenn sich jemand dafür interessiert, wir versuchen auch dort neue Wege zu gehen. Wir haben beispielsweise Broschüren im Bereich Kinder- und Erwachsenenschutz, juristische Texte als Comics. Das heißt, es gibt immer wieder Text zum Lesen, aber die Sachverhalte sind gezeichnet. Nicht zwingend Juristen als Zielpublikum, eher ältere Personen, die beispielsweise in Richtung Pensionierung gehen oder darüber hinaus sind, die nicht so genau wissen, Beirat, Beistand, was bedeutet das, was darf ich noch machen, damit die sich damit auseinandersetzen können. Oder auch Berater, die in diesem Segment tätig sind oder Mitarbeitende von diesen Behörden, damit sie etwas in der Hand haben, um den Leuten einfacher zu zeigen, das Recht ist eigentlich das, Sie sind jetzt Frau Schmidt und Frau Schmidt macht das und das und das. Also dort neuere Ansätze, hier im Bereich Rechtsvisualisierung, viel mehr Podcasts, Videocasts, viel mehr hier Broschüren. Das da ist ein sogenanntes Kinderrechtsbuch. Das heißt, das ist eigentlich auf plus minus 10-jährige Kinder ausgerichtet, wo man erklärt, was bedeutet Gerechtigkeit und. Grundlagen im Strafrecht, Grundlagen im Privatrecht. Auch unterstützt mit Zeichnungen. Was man da sieht, mehr oder weniger sieht, ist Justitia auf einem Skateboard unterwegs. Recht rassig. Mit sehr vielen Verbotsschildern hier. Es braucht viele Leute, um all diese Produkte am Laufen zu halten. Da sieht man in der Mitte, das sind diejenigen Mitarbeitenden bei uns, die sich mit Verlagssachen beschäftigen. Das, der erste Kreis sind die Produkte, der zweite Kreis sind die Personen, der dritte Kreis sind die Funktionen, die sie dort haben. Also, recht breit über das ganze Spektrum. Ich habe bereits erwähnt, zum Start war die Zeitschrift 2,5 Jahre gratis und wir mussten es umstellen. Das heißt, wir hätten das
als Firma nicht so weiterziehen können. Das ist auch ein wichtiger Punkt im CMS, dass wir dort unsere Suchfunktionen möglichst ideal integrieren können. Das ist jetzt beispielsweise die Suche, der Law Search-Ersatz, der etwas neuere Filter auf der einen Seite, hier Google-Ansatz, die Treffer, und was man hier so farbig sieht, ist ein etwas neuerer Ansatz. Ich habe es bereits gesagt, werten alle Texte aus. Also was wir kriegen, schreiben hin, was sind die Rechtsgebiete, schreiben hin, was sind Sprachen, was sind die Formate. Man sieht dann später noch in einem Beispiel, welche Gesetzestexte werden zitiert, welche Stichworte sind relevant, welche Gerichtsschreiber sind involviert und. Und diese Filter oder Labels kann man drag and drop da nach oben, wo jetzt Newsletter steht, in diesen Label-Drop-Space ziehen. Also man hat oben die Suche, Volltextsuche, wie man das kennt, und dann die Möglichkeit, das Ganze zu kombinieren mit all den Label-Informationen, die hier zur Verfügung stehen. Sieht so aus. Das da ist die Suche auf dem Web und das da ist dieselbe Geschichte, aber nicht im Web, sondern bei unseren Kunden in-house. Eine Anwaltskanzlei oder ein Gericht hat einen dezidierten Server. Dort läuft wie Google Enterprise unsere Law Search Enterprise. Erstens oben das Suchfeld, zweitens die unterschiedlichen Label, die er für Suchen brauchen kann, entweder einschränken oder öffnen einer Suche. Hier werden die Resultate dargestellt. Hier kommen Detailinformationen hin zu den Resultaten. 5 ist alles, was personalisiert ist, also meine Suchen, was ich gemacht habe. Und 6 dann dieser Label Drop Space. Und sieht dann zum Schluss so aus, das ist absichtlich etwas unscharf, weil anonymisiert. Das ist von einem kantonalen Gericht, die arbeiten. Man sieht hier, welche Personen hatten den Vorsitz, welche Rechtsgebiete sind betroffen, Graubünden, welche Normen werden zitiert, vom Bund, was wird zitiert und. Oben gibt man Suchbegriffe ein oder auch nur die Labels und kriegt dann dargestellt, was zur Verfügung steht. Und das hier auf der rechten Seite sind sämtliche Metainformationen, die wir automatisiert aus einem Text herausholen und dann darstellen. Und all diese Dinge kann man dann anschließend nach oben ziehen. Also beispielsweise die Suche dort erweitern, zeigt mir an, mit diesen 2 Labels, die da im Einsatz sind, wenn man drüber fährt, weiß man, was es ist. Alles, was in Kombination mit dem Artikel, was ist es, 16 Strafgesetzbuch zur Verfügung steht. Hier wichtig, das ist jetzt einerseits unsere Website mit dem CMS und andererseits das, was wir intern bei unseren Kunden machen. Was wir jetzt versuchen, ist eigentlich, die 2 Sachen noch etwas besser miteinander zu verheiraten. Das heißt, dass jeder auf der Website in seinem Bereich, MyWebLaw, dann beispielsweise hier auch sieht, was habe ich gemacht, was sind zu meinem Fachbereich neue Texte, die gemacht wurden, was sind in meiner Abteilung am Gericht, wo ich arbeite, beispielsweise neue Entscheide, die aufgeschaltet wurden. Ja, und zu den Erwartungen, viel erwarten wir. Es ist, Sie haben es gesehen, ein absolut zentrales Tool. Wir haben damit unsere Lösung abgelöst, die über 10 Jahre alt war. Das heißt, strategisch extrem wichtig, für uns wichtig, weiterentwickeln und supporten, wenn wir Probleme haben. Die gibt es immer mal wieder. Skaleneffekte. Das heißt, für unsere Mitarbeitenden beispielsweise, wir haben nicht mehr einen IT-Software-Hühnerhaufen, sondern wirklich sind eingespurt. Wir gewinnen an Effizienz, wir können mehr publizieren, besser publizieren, machen weniger Fehler, können Dienstleistungen anbieten für andere Kunden, Verlage, unser Verlagsprogramm entsprechend ausbauen. Das heißt, hilft uns an zentraler Stelle weiter. Und was wir selber machen, was meine Vision eigentlich ist, dieses weblaw.ch soll die Arbeitsumgebung sein für den Juristen, die Juristin. Das heißt,
Was ich kenne, ist, wie Juristen arbeiten. Das möchte ich möglichst unterstützen, einerseits, und das möchte ich gestalten und prägen. Das heißt, versuche eigentlich dort auch unsere Ideen, Kundeninformationen zu sammeln, unsere Ideen einzubringen und dann das Ganze als Arbeitsweise, als neue Arbeitsweise halt im Markt zu positionieren. So. Ich habe es nicht voll ausgenutzt.